1992 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 17. Oktober zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut. Dieser Tag ist im Besonderen dafür gedacht, jenen zuzuhören, die für gewöhnlich nun über ihre Probleme wahrgenommen und zumeist dafür auch noch verantwortlich gemacht werden. Der Welttag zur Überwindung der Armut gibt ihnen eine Stimme zu den schwierigen Bedingungen, in denen sie leben, ihrem Ringen nach Würde im Alltag, ihren Hoffnungen und Zielen den Menschen, die ein sehr hartes Leben haben, Ehre erweisen und ihren Widerstand gegen Not und Ausgrenzung würdigen. Dem grenzlosen Leid von Menschen auf der ganzen Welt steht jeder Einzelne ohnmächtig gegenüber. Der 17. Oktober bietet Gelegenheit, an die Opfer extremer Armut zu erinnern, sich für eine gerechte Welt einzusetzen. Jedem Einzelnen die Möglichkeit bieten, sich mit den Ärmsten dafür einzusetzen, dass die Rechte aller wirklich für alle gelten. Dieser Tag soll helfen zu verstehen, wie jeder Einzelne an seinem Platz sich engagieren kann. Der 17. Oktober ist ein fester Anhaltspunkt für alle, die sich gegen Armut und Ausgrenzung einsetzen, mit einer Botschaft, die alle anlädt, sich zu versammeln. Die öffentliche Aufmerksamkeit gibt Anlass, das Thema Armut und Menschenrechte ins Blickfeld gesellschaftspolitischer Entscheidungen zu rücken. Armut ist von Menschen gemacht, nur die Menschen können sie beseitigen. Der Tag des Malers ist ein nationaler Feiertag in der Ukraine. Wir feiern dieses Fest jährlich am zweiten Sonntag im Oktober. An diesem Feiertag ist es üblich, über die Rolle der Malerei in unserem Leben zu sprechen. Diese besondere Art von Kunst ist eine der wichtigsten in der modernen Welt. Mit Hilfe von Bildern widerspiegeln die Maler ihre Bemühungen, ihre Freude oder ihre Unruhe. Sie möchten die Menschen bis ins Innerste berühren. Um ein guter Maler zu sein, braucht man vier Dinge: weiches Herz, feines Auge, leichte Hand und immer frisch gewaschene Pinsel. Ab und an werden die Glücklichsten von der Muse geküsst. Sie greifen zu Pinseln oder Stiften und zaubern in stundenlanger, fast schon fantastischer Art und Weise ein wahres Meisterwerk hervor. Kunst hat kein Alter und keine feste Regeln. Davon ist einer der bekanntesten transkarpatischen Maler Josef Sekeres überzeugt. Seit Kindheit an ist Malen Sinn seines Lebens. Idee ist ein Evil, Idee ist ein. Ohne Schirm kann man nicht. Man muss jedem Kind man aus der Wohnung, das war an Hof oder an die Stadt und hat gleich in den Kopf eine Idee. Und dann kommt man heim und so da hoch. Ja, gestern war ich in meiner Werkstatt und war an einem Einkommen, aber ja, ein Bild gemacht, so mal eine Komposition, so mal eine zigeunerische Komposition habe ich dort. No, das soll ich nicht so nicht von mir getrunken und selber sehr schön gesehen, vielleicht schon zweimal, dreimal. Weil der Künstler, wenn er hat einen guten Gedanken und so, dann kann er in so einen Kopf bringt das alles zusammen. Die regelmäßigen Ausstellungen sind für den Maler eine eigenartige Möglichkeit, die Ergebnisse seiner schöpferischen Begeisterung zu zeigen. Erstens war ich so in Deutschland, dort war ich 3 Monate, war meine Ausstellung. Und in Ungarn war ich ein ganzes Jahr, weil ich eine Wanderausstellung hatte. So von einer Stadt nach einer anderen Stadt, nach die Terfner dort. In Ungarn sind die Städte 20.000, 30.000, das ist schon eine große Stadt. Die Gemälde widerspiegeln die eigene Weltwahrnehmung des Künstlers. Herr Josef sagt immer, man soll nicht das Gesicht des Malers zeigen, sondern die Bilder, die er geschafft hat.